Ja, ich bin Lars, ich komme von der TU Graz, bin dort als Admin angestellt, mache dort auf Linux und mache alles Mögliche für Computergrafikinstitut. Mapillary mache ich rein privat, habe ich mit der Arbeit nichts zu tun, auch wenn ich gewisse Hilfsmittel von der Arbeit mit habe und dafür mit nutze. Komme ich später nochmal drauf zu. Wenn ich ein bisschen chaotisch erscheine, ist so. Mapillary ist eine Firma, die sitzt offiziell in Schweden, also Malmö, und hat ein Büro auch in West Hollywood. Gegründet 2013, schon ein paar Jahre her, aber ist immer noch Crowdfunding-Firma, die immer noch am Wachsen ist. Mapillary macht eigentlich nur eine Sammlung von Street-Level-Fotos im Crowdsourcing-Ansatz mit einer teiloffenen Lizenz. Also, ich bin nicht von der Firma, ich bin rein privat. Ich will hier eigentlich auch keine Werbung betreiben. Ich bin eher auf den offenen, teiloffenen, auf der Lizenz, wo die Daten offen sind, die man nutzen kann. Die Sachen, die man nicht nutzen kann, ist halt eine Firma, will Geld verdienen. Street-Level-Fotos halt so wie Google Street View, rumlaufen, Fotos machen. Mapillary hat zurzeit 13 Mitarbeiter und die Daten, die reinkommen, die Fotos gibt es halt in mehrere Methoden. Entweder so diese schönen Handys oder Mobile-Geräte, die man kennt. Ein Video kann man hinladen, da werden Fotos raus extrahiert. Fotos normal, die man mit einer normalen Kamera gemacht hat. Oder halt den Panoramas, wie zum Beispiel hier mit erstellt oder anderen mit Kameras, Mobile-Phones erstellt, kann man auch hinschieben. Die kommen alle nach Mapillary rein, wenn man will. Jetzt die Übersicht. Mapillary sammelt Fotos von der Erdoberfläche, von allem, was es da so gibt, in eine große Datenbank. Fotos sollten oder müssen eigentlich georeferenziert sein. Also die GPS-Daten von der Position des Fotos müssen zwingend vorhanden sein, weil anhand dessen wird erkannt, das Foto ist an der Position. Die Fotos werden inhaltlich auch miteinander referenziert. Also wenn man zum Beispiel zwei Fotos mit demselben Objekt drauf hat, mit demselben Bild drauf hat, erkennt das der Algorithmus den Hintergrund und weiß auch, die Bilder gehören zusammen. Und irgendwann, wenn man genug Bilder hat, weiß man, was für ein Objekt das ist. Theoretisch. Praktisch gibt es noch mehr. Fotos werden natürlich dann auch inhaltlich analysiert, zum Beispiel Verkehrsschilder oder andere Inhalte. Zum Beispiel in Amerika versuchen sie inzwischen freie Parkplätze damit zu finden, teilweise, obwohl immer Parkplätze gesucht werden können und so weiter. In Afrika halt eben teilweise auch den Zustand der Straßen, was es da gibt. Die Fotos innerhalb von Mapillary werden dann auch mit dem Open SFM, Open Structure for Motion, in eine große 3D-Punktwolke miteinander verwoben. Hört sich jetzt riesig an, ist aber nicht ganz so toll, aber es funktioniert auf kleinen Bereichen schon relativ gut. Sehen wir später auch noch ein Beispiel. Und alles, was man eigentlich haben will, oder so gut wie alles, ist über deren Webseite erreichbar. Ist halt im Web 2.0, 3.0, 4.0 Service, wie man so kennt. Webseite ist da. Wer denn nachher will, darf da gerne draufschauen, was es da alles gibt. Aber jetzt sieht man zum Beispiel die Webseite, die man da schon hat. Relativ simpel. Im Browser kann man, glaube ich, erkennen. Ansonsten oben die Webseite, was für ein Service das ist. Chemnitz ist klar. Und die grünen Striche, die auf der Karte erkennbar sind, sind die Bereiche, die schon mit Fotos abgedeckt worden sind. Links unten sieht man dann so ein, zwei Fotos, wie es da so theoretisch aussieht. Zum Beispiel sollte jeder dieses Gebäude kennen. Das habe ich, wenn man links unten schaut, am 21. März um 8:35 Uhr morgens gemacht. Und somit relativ simpel. Und rechts oben in dem Bereich sieht man dann auch ungefähr, jetzt ist lila der aktive Track, wo man drin ist, mit Sichtweise. Und ja, das ist so die Webseite. Muss man sich mal ein bisschen dran gewöhnen. Sie ist nicht ganz trivial einfach, weil es gibt immer wieder Bugs. Ist halt eben so im Webservice. Und hier sieht man jetzt die 3D-Punktwolke, die aus den paar Bildern, die ich letztes Jahr gemacht habe, heraus entstanden ist. Wenn man ein bisschen hinguckt, ein bisschen schielt, erkennt man relativ simpel gut auch den Bereich, der so orange ist, wo das Vortragsgebäude ist, und so ein bisschen rechts und links die Gebäude daneben. Und vorne links ist so ein Baum. Diese 3D-Punktwolke ist halt eben noch recht simpel gehalten und man muss da ein bisschen durcharbeiten, wenn man es wirklich machen will. Das Problem ist, die Daten sind nicht frei. Man kann sie zeigen, man kann sie auf der Webseite anschauen, aber weiterverarbeiten ist ein Problem. Was man jetzt auch sieht, diese rechteckigen Kästen mit den weißen da drin, das sind die Fotos, die man gemacht hat mit der Position. Also man könnte jetzt theoretisch draufklicken, wenn man live ist, und dann geht man von Position, von Bild zu Bild weiter und sieht dann, was für eine 3D-Punktwolke um das Foto herum ist. Die 3D-Punktwolken werden immer um das Foto, das man gerade anschaut, herum so einen gewissen Radius erstellt. Es ist nicht so, dass man komplette Punktwolke von der ganzen Welt sieht, wenn man sofort auf ein Bild klickt. Man sieht immer nur einen gewissen Bereich. Gehen wir weiter zu den Interessanten, was uns interessiert: Lizenzen. Mapillary ist frei für Privat- und Non-Commercial-Nutzer. Soweit, so gut. Für kommerzielle Nutzer gibt es Businessplans. Klar, ist eine Firma, die will Geld verdienen. Für uns nicht ganz so toll, aber wenn jemand damit was machen will, gegebenenfalls, glaube ich, ist es sogar günstiger als Google, aber man weiß es nicht. Ich habe mich da nicht drum gekümmert. Die Seite interessiert mich eher weniger. Die Nutzung der Metadaten für OpenStreetMap ist frei und kostenlos. Man darf also aus den Fotos, die man hat, für OpenStreetMap sämtliche Daten übernehmen und eintragen.
Was für OpenStreetMap recht nett ist, wenn man zum Beispiel so Mapping macht, Fotomapping oder sowas, dann kann man gleich die Daten zum Mapillary hinschieben, wenn man damit einverstanden ist. Und jeder kann die Daten aus der Welt, aus dem Moment, was man ein Foto gemacht hat, sofort in OpenStreetMap übertragen. Und da sieht man teilweise viel mehr, als wenn man nur irgendwie mit einem Notizblock rumläuft und irgendwas anderes aufschreibt. Die Fotos selber sind unter CC bei SA 4.0 frei zum Teilen und Verändern mit Angabe der Quelle. Die Lizenz muss gleich bleiben. Das heißt, sämtliche Fotos, die in Mapillary sind, kann man rausbekommen und kann man weiterverarbeiten, wenn man möchte. Was schon sehr gut ist. Gegenüber von Google, da darf man das nicht. Die anderen Daten, wie schon gesagt, sind nicht frei nach CC bei SA. Das ist halt eben deren Intellectual Property, was ein Problem ist. Aber zum Beispiel die 3D-Punktwolken kann man selber erstellen, weil die Methode, dieses Open Structure for Motion, ist frei im GitHub. Das kann man wieder nutzen. Und dann kann man die Punktwolken auch selber erstellen. Machen wir auf Arbeit so mit dem Panoramen. Achso, falls jemand fragt, was das ist, das ist eine Panono-Kamera, die macht Kugelpanoramen mit 36 Kameras. Aber man kann es auch schon als Deppenzepter oder als Schlagstock benutzen. Man sieht damit herrlich aus, wenn man damit rumläuft. So, Datenquellen für Mapillary. Es gibt Apps für diese schönen Mobilgeräte, diese kleinen Streichelgeräte, für Android, iOS, Windows Phone. Man kann die Dashcams und Livecams nutzen, die Russen haben es gerne im Auto, andere Leute auch. Man kann normale Videos nehmen, wenn man zum Beispiel mit Videokamera durch die Stadt läuft, kann man das dann nehmen. Der Algorithmus auf Mapillary extrahiert eigene Fotos raus. Das Problem dabei ist, man muss immer den GPS-Track mit dabei haben. Das ist eher ein bisschen tricky bei Videos. Man kann einzelne Fotos nehmen. Das ist dann zum Beispiel, wenn man irgendwo in der Stadt war, ein paar Fotos gemacht hat und dann weiß, okay, die Kamera nimmt zufälligerweise GPS mit auf, perfekt, mit reinschieben, funktioniert. Man kann Panoramen mit reinschieben, dann ist im Mapillary sogar ein eigener Viewer dabei. Sobald man auf das Panorama kommt, dann ist ein Panorama-Viewer, man sieht dann schön die ganzen Panoramen. Dann kann man auch das Panorama hin und her zoomen. Habe ich zum Beispiel in Graz hier mit ein, zwei Panoramen reingeschoben, funktioniert ganz gut. Und wie schon gesagt, alle Daten, alle Fotos müssen GPS-Daten haben, entweder automatisch, weil das Mobile-Gerät fügt die Daten halt immer automatisch hinzu. Man kann es aber auch manuell hinzufügen. Da gibt es halt eben auch ein paar Tools für. Die Mobile-Apps, Windows Phone, iOS, Android verfügbar. Die App macht sozusagen alle x Sekunden automatisch ein Bild mit GPS-Daten versehen. Man kann einstellen, wie viele Sekunden zwischen den Bildern man haben möchte. Die Bilder werden in Tracks eingeteilt, also von Start, ich nehme jetzt Bilder auf, bis Stopp ist ein Track. Und diese Tracks haben wir vorhin gesehen auf dem Bild, das ist dieser Lidar String auf der Karte. Die Bilder selber kann man in der App auch wieder reviewen, nochmal anschauen, ob man Bilder aussortieren will, ob das Bild gut war oder nicht. Ich warne aber davor, diese Funktion zu nutzen. Einerseits, so ein Display ist sehr klein, auf den Bildern erkennt man nicht wirklich was. Andererseits, wenn man viele Bilder gemacht hat, ist der Speicher sehr limitiert. Des Weiteren gibt es weitere Infos auf dem Gerät, zum Beispiel der Feed in der App. Der sogenannte Feed bedeutet, was halt in letzter Zeit, was du in Mapillary gemacht hast, der Nutzer gemacht hat. Man kann Bereiche angeben, wo was Neues passiert ist. Man kann Debug-Infos bekommen. Natürlich verschiedene Settings in der App einstellen, ist auch kein Thema. Die App auf dem Gerät ist natürlich limitiert durch die CPU, durch den Akku, der da ist, Speicherplatz und die Kamera selber. Zum Beispiel, ich habe so ein schönes HTC M9. Die CPU ist auf Snapdragon 810, hat man vielleicht schon mal gehört, der hat richtige Probleme mit Hitze. Das heißt, nach einer halben Stunde ist das Gerät so heiß, dass es automatisch runterthrottelt und nur noch alle 3-4 Sekunden Bild macht. Was blöd ist. Und der Akku ist dadurch relativ schnell weg, weil die CPU einfach zu viel Zeit nimmt. Drum ist so eine HTC M9 nicht wirklich geeignet. Speicherplatz, gut, der hat zum Glück 32 GB, das geht, aber auch der ist recht schnell weg. Kamera ist klar, man sollte schon gute Bilder rausbekommen. Mit einer 2-Megapixel-Kamera kann man machen. Ob es sinnvoll ist, ist eine andere Sache. So, jetzt sieht man hier zum Beispiel die Android-App. Ich habe einen Screenshot gemacht. Rechts sieht man so richtig schön unser Bürogebäude, meine Aussicht aus dem Büro. Perfekt zum Arbeiten. Da sieht man auch die Aussicht, was man halt eben so sieht, wenn man Fotos macht. Links unten, ob das Handy getilt ist, die Location, ob okay ist oder freie Speicher auf dem Gerät. Rechts Start-Stopp-Knopf ist klar und so ein paar andere Infos. Wenn man will, kann man die Karte anzeigen lassen, wo man ist und automatisch aus dem Internet holt die Daten weiter nach. Könnte teuer werden. Links auf dem Bild sieht man halt den verschiedenen Modus, wie die Kamera halt eben in der App Fotos macht. Entweder manuell, dass man jedes Mal einen Knopf drücken muss, um ein Foto machen, oder halt eben, man bewegt sich, macht automatisch Foto. Und Riding bedeutet im Auto, dass er automatisch alle 10, 100 oder 150 Meter ein Foto macht. Relativ simpel und funktioniert so ganz gut, wenn die App mal wieder perfekt ist. Hin und wieder gibt es mal Probleme, dann kann man auch mit dem Entwickler recht gut klären. Ich habe mal eine Woche gebraucht, bis ich auf dem zweiten Mobile Phone, was ich dafür nutze, wirklich gute Bilder hinbekommen habe, weil das keine 4:3 Auflösung gehabt hat.
Und die App hat am Anfang nur 4:3 genommen. War etwas unschön. So, das manuelle Hochladen von Bildern ist natürlich auch möglich. Da gibt es ein Skript oder auch direkt über die Webseite. Skript ist ein Python mit Authentifizierung und Upload-Token-Berechtigung, wie gesagt. Die Daten müssen, wie schon gesagt, mit GPS versehen sein. Also ihr merkt, ohne GPS geht heutzutage fast gar nicht. Die Kontrolle nach dem Upload ist danach eher weniger möglich. Man sollte natürlich die Bilder vorher schon kontrollieren, welche man hinschiebt. Das ist schon sehr sinnvoll. Genauso ist der Upload via Webseite eher unhandlich. Ist klar, Webseiten und so weiter ist nicht ganz so toll. Und die Bilder, sobald man da draufklickt, ich schiebe die Bilder hoch, werden automatisch in einen Track verheiratet. Was ich zum Beispiel letztens nicht ganz bedacht habe, ich habe hier so 40 Panoramen gemacht, über die ganze Stadt verteilt und plötzlich habe ich einen Track gehabt, wo ein Foto am linken Ende der Stadt war, ein Foto am rechten Ende der Stadt und dann ist der Track immer so schön zickzack über die ganze Stadt rübergegangen. War nicht so toll. Man sollte das am Anfang bedenken. So sieht das in einer Webseite aus, ein bisschen Infos und dann halt den Dateien auswählen. Man sollte maximal 100 Bilder nehmen und dann werden die halt dem automatisch hochgeladen. Sieht recht simpel aus, ist aber unter Umständen etwas umständlich. Automatik auf der Webseite von Mapillary. Die Bilder werden dann automatisch, soweit sie hochgeladen sind, anhand der GPS-Tag-Information im Bild selber an die richtige Position auf der Karte gesetzt. Hört sich simpel an, ist eigentlich auch simpel. Die Bilder werden wieder in dem Track zusammengefasst, dass praktisch der Track als Daten in der Datenbank selber so auch erscheint und sämtliche Bilder dazugehörig erscheinen. Dann werden die Verkehrszeichen in den Bildern versucht zu erkennen und registrieren. Zum Beispiel Einfahrt verboten schildern und. Es werden nicht alle Verkehrsschilder erkannt, aber die meisten. Und vor allen Dingen versuchen sie natürlich auch so ein bisschen die Verkehrsschilder Amerika, Deutschland, Europa auseinanderzuhalten. Klappt auch nicht so ganz. Bilderkennung ist immer noch ein recht kompliziertes Thema und funktioniert nicht perfekt. Zum Beispiel würden teilweise Zäune als Verkehrsschild erkannt. Funktioniert nicht immer perfekt, aber wie gesagt, hin und wieder funktioniert es ganz gut. Danach werden dann die 3D-Punktwolken erstellt mit dem Open Structure for Mosh. Das ist eher etwas zeitintensiv, funktioniert aber recht gut und dadurch, dass man nur einen gewissen Radius ums Bild herum erstellt, ist es eher machbar. Aber man sieht, die ganzen Daten sind in der Datenbank und das ist schon einiges an Daten, was im Hintergrund zusammenkommen. Und na gut, was ich schon gesagt habe, Panoramen werden jetzt als Panorama in die Datenbank eingesetzt und nicht als einzelnes Bild. Das, glaube ich, hat jeder schon mal erlebt. Ein Panorama-Viewer ist doch ein bisschen was anderes, als ein eigenes Bild anzuzeigen. So, hinzu kommt die Point-in-Time-Funktion. Natürlich kann man auf der Karte in Mapillary jede einzelne Position der Welt ansteuern. Mit GPS-Daten oder halt eben mit Datensuche, von wegen, ich suche die Namen Stadt Chemnitz und schon zeigt er die Stadt Chemnitz an. Die Bilder, die man erstellt, behalten natürlich ihr Datum und ihre Uhrzeit bei. Dadurch kann man natürlich dann, wenn man von derselben Position über das Jahr hinweg jeden Tag ein Foto gemacht hat oder 100 Fotos gemacht hat, natürlich jeden Tag einzeln ansteuern. Bei Google Street View ist das natürlich nicht möglich oder nicht für den User normal möglich, aber in Mapillary ist es kein Thema, dass man dann sagt, okay, die Position, hier gibt es 10 Bilder von verschiedenen Zeiträumen, ich hätte gerne das Bild von dem Punkt Nummer 3, was letztes Jahr im August war zum Beispiel. Das wäre ganz brauchbar, wenn man zum Beispiel gewisse Ecken hat, wo man dann Winter-Sommer-Änderungen haben will oder irgendwelche Baustellen, die da waren. Oder zum Beispiel Festivals. Es hört sich zwar ziemlich blöd an, aber zum Beispiel, ich gehe häufig aufs Mera Luna Festival in Hildesheim, auf dem Flughafen. Man kann natürlich den Flughafen sehen, wenn da kein Festival ist oder wenn da ein Festival ist. Ist ein kleiner Unterschied. Für manche Leute ist das ein großer Unterschied und sehr interessant, weil so ein Festival, das Gelände ist ja gut und schön, aber beim Festival interessiert mich mehr, was drumherum an den Ständen ist und Musik da ist und nicht das Gelände. Aber die Flieger wollen ja den Flugplatz sehen. Also es ist, ja. So, wenn man die ganzen Daten hingeschoben hat, möchte man unter Umständen die Daten noch bearbeiten. Man kann das Ganze vorher machen, was ich teilweise empfehle, aber wenn man dann rumgelaufen ist und 5000 Bilder hat, ist es etwas schwierig. Deswegen gibt es in Mapillary auf der Webseite verschiedene Möglichkeiten von Editoren. Die sind aber recht limitiert. Zum einen natürlich, die Position kann man noch ändern, was sehr sinnvoll ist. Jeder kennt dieses Handy, GPS-Daten hat es, aber jeder weiß auch, dass die GPS-Daten im Handy teilweise bis zu 10, 20, 30 Meter abweichen. In normalen Situationen auf der Autobahn ist es eher egal. Auf der Autobahn sieht man, da verfährt man sich so schnell nicht. Aber in der Stadt, wo die Straßen so teilweise 20 Meter nebeneinander liegen, ist man ruckzuck das Bild, das kann nicht die Straße sein, was auf der Karte eingezeichnet ist, weil das ist die Parallelstraße. Kann vorkommen, ist ein bisschen blöd. Dann gibt es halt die Möglichkeit, dass man in Mapillary selber die Position ändert.
Man kann natürlich editieren, ob die Bilder, die man hochgeladen hat, in Mapillary sichtbar sein sollen oder nicht. Hin und wieder nimmt man Fotos auf, die man nicht haben möchte. Wenn man es nicht im Handy vorher aussortiert hat, kann man in Mapillary selber sagen, bitte nicht mehr darstellen. Man kann natürlich auch den Track bearbeiten. Sagen, okay, die Bilder gehören in den Track, aber den Track möchte ich jetzt zum Beispiel splitten in zwei Einzeltracks. Da ist eine große Lücke zwischen von 400 Metern, die möchte ich gerne splitten und sagen, aus einem Track werden zwei oder drei Tracks. Kann man machen. Dann, was ganz wichtig ist für Deutschland zum Beispiel, das sogenannte Blurren. Natürlich werden Gesichter automatisch auf den Bildern ausgeblurrt, also schön mit der Weichzeichner rübergelegt, dass man nichts mehr erkennt. Aber auch diese Funktion ist natürlich als Automatik nicht wirklich hundertprozentig funktional. Teilweise werden Bereiche ausgeblurrt, die man überhaupt schön sehen will, zum Beispiel Werbeschilder für irgendwelche Geschäfte, weil man denkt, das sind Verkehrszeichen oder Autokennzeichen. Kennzeichen von Autos werden auch ausgeblurrt, aber manchmal erkennt er halt eben was Falsches. Darum kann man es im Nachhinein noch manuell selber entweder blurren oder entblurren. Sehr wichtig. Und natürlich Verkehrsschilder, wenn das falsche Verkehrsschild erkannt hat, kann man dem ganzen System auch sagen, du, das ist kein Vorfahrtgewehrenschild, das ist ein Stoppschild. Kommt selten vor, aber hin und wieder kommt das mal vor. Man kann offline auch gering editieren. Zum Beispiel gibt es ein JOSM-Plugin, da kann man die Bilder, die man mit dem Handy gemacht hat, reinladen, die Position verschieben und dann erst zu Mapillary hochladen. Was ich noch nicht probiert habe, was aber anscheinend recht brauchbar ist, wenn man die Position vorher sehr ungenau erfasst hat. Weil man da in JOSM, wenn man mit zurechtkommt, sehr gute Positionen hat. Ich habe es nicht probiert, ich weiß nicht, wie weit das brauchbar ist. Der ID-Editor auf dem OSM kann neuerdings auch mit Mapillary-Bildern zurechtkommen. Wie weit er editieren kann, kann ich weniger sagen. Das meiste ist aber allerdings auf der Webseite zu editieren. Zum Beispiel sieht man jetzt den Verkehrsschild-Editor. Man sieht, was er erkannt hat, das ist so blau hinterlegt, das ist jetzt Vorfahrt-Gewehrenschild. Und davor ist noch eins, welches er nicht erkannt hat. Wenn wer gute Augen hat, sieht er das. Und rechts unten kann man halt eben aussuchen, welche Verkehrsschilder Mapillary kennt und kann das entsprechend zuweisen. Ja, und rechts oben sieht man, das lilane ist der Track, wo man gerade ist und halt eben Position die Umgebungskarte. Ist brauchbar, Verkehrsschilder kann man so einigermaßen bearbeiten. Und so könnte man jedes einzelne Bild durchgehen. Wenn man Lust und Zeit hat und man einen verregneten Sonntag hat, schafft man ein paar hundert Bilder. Jetzt sieht man hier den Track-Editor, links das bekannte Bild oder ein, zwei Bilder vorher und rechts sieht man den Track, der gekennzeichnet ist und jedes Bild ist so ein kleines blaues Dreieck mit einem schwarzen Haken drin und unten sieht man halt den verschiedenen Image-Settings, die man haben will, da kann man zum Beispiel das Blurren wieder editieren und man kann diese blauen Punkte halt eben in der Karte frei verschieben. Man erkennt sofort, dass eine Sisyphus-Arbeit, die echt nervig ist und die Firma ist dabei, Mapillary ist dabei, das ganze System zu überarbeiten. Wir sind aber schon fast ein Jahr dran, das zu überarbeiten und ich bin echt tierisch genervt, warum das so lange braucht. Aber bei denen ist das wohl nicht ganz so wichtig, weil plus minus 20 Meter reicht denen wohl. Aber theoretisch könnte man die einzelnen Bilder verschieben auf die richtige Position in der Karte und dann sind die anderen Funktionen in Mapillary dahinter wieder brauchbarer. Zum Beispiel das Erkennen von 3D-Punktwolken funktioniert nur dann perfekt, wenn die Bilder auch wirklich perfekt an der Position richtig sind. Mit so plus minus 10 Meter, man sieht, naja, bei dem Track geht das sogar einigermaßen. Es kommt halt immer ein bisschen darauf an, wie gut der GPS-Empfang im Gerät war. Ja, kommen wir nun zur praktischen Sache. Das Ganze war jetzt eher die Theorie. Die Datenerfassung selber für jeden Einzelnen. Zum Beispiel, man nimmt eine Kamera, ein Mobilephone, wie man will. Man kann die Kamera am Auto festmachen, Windschutzscheibe. Ich habe auch schon vorne die als Mercedes-Sternen beinahe gesehen, hätte ich beinahe gesagt. Es geht auch bei BMW-Signieren oder andere Autos. Es gibt Leute, die machen das oben in einem Schiebedach, Holzkonstruktion, Kamera drauf und dann schon strikt nach vorne und dann Tempo 80 über die Straßen. Mache ich mit meinem Mobile-Gerät nicht, aber es gibt Leute, die das machen. Wenn man einen Kinderwagen hat, kann man es natürlich auch festmachen. Fahrrad, habe ich schon gesagt. Oder aber, was ich häufig mache, man nimmt das Gerät und läuft dann so in der Hand durch die Stadt. Sieht nicht toll aus, aber man kann damit einigermaßen gut kontrollieren, was man aufnimmt. Und vor allen Dingen, man sieht dann auch, was man aufnimmt und sieht, wenn es mal einen Fehler gibt bei der Aufnahme. Es kommt nämlich hin und wieder einfach vor. Wenn man jetzt anfängt, die Fotos von den Straßen zu machen, wenn man Zeit hat, am besten erstmal in eine Richtung, umdrehen, in die andere Richtung wieder zurück. Und zwar immer schön gerade nach vorne die Fotos machen, damit man erstmal so ganz grob sieht, was da wirklich ist. Wenn man dann noch Zeit hat, dann nicht gerade nach vorne, sondern man macht einen 45-Grad-Winkel. Und zwar von der gegenüberliegenden Straßenseite auf die Seite. Fotos machen, rumlaufen, gerade laufen, umdrehen, das Ganze von der anderen Seite und das Ganze dann nochmal. So dass man dann sehr viel Sport hat,
und sehr viele Fotos hat. Aber nur so kriegt man die Daten drauf. Ja, es sieht toll aus, ich weiß, aber es ist Sport. Und natürlich, meine Erfahrung, Kopfhörer wäre ideal, aber so läuft niemand rum. Also Kopfhörer ist auch so mit den Armen wirklich sehr brauchbar. Man kann das Ganze natürlich je nach Motiv auch ein bisschen variieren. Wenn man zum Beispiel jetzt hat, das Monument, welches man drauf haben will, dann ist es manchmal halt sehr sinnvoll, wirklich von oben zu machen oder von etwas so weiter unten zu machen. Mapillary sagt, macht Fotos von allen Dingen, die euch interessiert und schiebt sie hoch. Sie sagen, sie schließen nicht irgendwas aus, deswegen ist man relativ frei und wenn man das Mobile Phone in der Hand hat, kann man das wirklich schön bewegen. Was nur als Hinweis ist, wenn man es am Fahrrad festmachen wollte, die Kamera ist auf der Seite und das Display will man sehen. Meistens ist es so, dass man nur das Display sehen will und die Kamera irgendwo bei den Fahrradhalterungen nach unten zeigt. Ich habe lange gesucht, bis ich eine Kamerahalterung und Handyhöhen gefunden habe, wo man das wirklich so machen kann, dass die Kamera dorthin zeigt, wo man es hinhaben will und man das Display sehen kann. Ganz nervig. Ja, und wenn man dann interessante Objekte hat, zum Beispiel eine Statue, Monument, ich hätte ja zum Beispiel gestern den Karl-Marx-Kopf genommen, aber ich hatte nicht mehr die Zeit, dann läuft man mehrmals drumherum und macht mehrere Fotos in verschiedenen Höhen und verschiedenen Sichtweisen, sodass hinter die 3D-Punktwolke eher etwas umfassender ausfällt und man mehr Bilder hat, wo die Daten rauskommen können. Natürlich, das Übliche wie bei Fotos, es sollte hell sein. Wenn es dunkel ist, muss man die Kamera ruhig halten und länger warten. Habe ich auch schon gemacht. In Kassel auf dem Bahnhof hatte ich mal Zeit abends und bin da recht gemütlich. Foto gemacht, 2 Meter weiter, Foto machen, 2 Meter weiter, Foto machen. Die Leute gucken zwar blöd, aber das Ergebnis war dann sehr toll, weil die Automatiken sind nicht so toll, wenn es dunkel wird bei Mobile-Geräten. Man sollte natürlich, wenn man zum Beispiel in der Windschutzscheibe die Kamera hält, wenig Reflexion haben. Bei meinen Eltern ist immer bei dem Auto, ich habe kein Auto, bei meinen Eltern im Auto liegen immer so schöne weiße Zettel auf der Ablagefläche. Die reflektieren in der Windschutzscheibe perfekt. Die Fotos werden bäh. Genauso andere Störungen im Bild, was häufig vorkommt, wenn man durch die Stadt läuft. Busse, die auf der Straße fahren, ist etwas unschön, weil die Busse sind nur sehr temporär vor Ort. Das ist eher etwas, was man nicht drin haben möchte. Aber es gibt auch halt eben andere Störungen im Bild, die man nicht drin haben will. Zum Beispiel, wenn man Plätze hat, möglichst wenig Leute sollte man drauf haben. Man sollte gegebenenfalls die Zeiten aussuchen. Sonntags morgens um 8 sind die Plätze leer. Und wenn es Sonne scheint, die Sonne, es passt auch. Wie gesagt, möglichst wenig Leute im Bild haben. Wenn man es möchte, man kann das Ganze exzessiv betreiben, so wie ich ein bisschen. Man kann das Ganze auch sagen, ich bin jetzt gerade im Urlaub und mache jetzt mal schnell ein paar Bilder. Da stehe ich nicht um 8 auf. Kann man verstehen. So, der Kollege User Trühl aus Dänemark, aus von Mapillary, hat sich da ein bisschen gebastelt. Man erkennt links oben so ganz grob das Schema, was er gemacht hat. Er hat sogar auch mehrere Kameras. Wie gesagt, es gibt halt eben so ein paar Leute, die ein bisschen verrückt sind. Ich bin nicht ganz so verrückt. Und rechts sieht man halt eben seine Haltung hinten auf dem Gepäckträger. Ein Foto nach hinten machen und von links und nach rechts machen. Natürlich ist die Position von dem gerade etwas blöd, weil die Kamera, die nach rechts zeigt, immer nur die Hecke aufnimmt. Passiert schon mal. Aber es gibt halt immer Bereiche, da ist es dann interessant. Bei der Erhalterung würde ich sagen, wenn man links und rechts macht, ist es vielleicht ein Stück zu tief, aber man muss auch aufpassen, was man aufnimmt. Gegebenenfalls kommt man über die Hecke in Privatgelände, das ist ein bisschen trickreich. So, die Probleme mit der App. Sehr nettes Thema. Erfahrungswerte. Der GPS-Empfang ist natürlich nicht immer gegeben. So wie heute bei dem Wetter ist der GPS-Empfang bäh. Wenn man dann in tiefe Schluchten reinkommt, zum Beispiel schön Hochhäuser links und rechts, die Straße 2 Meter breit, habe auch sehr schlechten Empfang. Oder in den Tälern in Österreich, wo ich wohne, kann sein, dass man so tief in der Schlucht ist, dass man keinen GPS-Empfang hat. Ist schon mal unschön. Schlechtes Licht, Winter, Dämmerung, richtig schönes Gewitter oder bei Nacht, wie gesagt, ist auch ein Thema. Die Position der Kamera muss man natürlich darauf achten. Wie schon gesagt, Hüfthöhe direkt vor der Hecke, man nimmt die Hecke auf, unschön. Da können die Automatiken auch recht wenig mit anfangen. Das nächste Teil ist GPS-Empfang im Gerät. Es gibt billige Handys, die haben so einen miesen GPS-Empfang, da braucht man gar nicht erst mit anfangen. Weil diese 100 Euro Android-Geräte gegebenenfalls bäh sind. Dann gibt es so Geräte, so Motorola G2, was ich mal hatte, oder so ein, ja, das war ein Hero 2, glaube ich, nee, Hero. Ein komisches Gerät, war der Empfang so mittelmäßig. Bei gutem Wetter war guter Empfang, bei so einem Wetter war absolut schlecht. Drum habe ich ein bisschen gesucht. Das HTC M1, was ich jetzt hier habe, ist M7 hatte ich, M9 habe ich jetzt hier, war empfangsmäßig immer ganz gut. Die Huawei Honor-Geräte sind eigentlich recht günstig und GPS-Empfang war auch gut. Gute Kombination. Man sollte natürlich bei der Hardware darauf achten, die Kamera. Wie gesagt, billige Handys haben meistens eine schlechte Kamera oder eine Kamera mit einer schlechten Auflösung. Das
heißt aber auch nicht, dass die teuren Kameras eine gute Kamera oder eine gute Auflösung haben. Das neue Samsung Galaxy 7 hat, glaube ich, nur eine 12-Megapixel-Kamera drin. Aber dafür eine mit einer guten Qualität. Das reicht dafür aus. Hier das HTC hat eine 16-Megapixel-Auflösung und das Honor, was ich jetzt habe, hat eine 20-Megapixel-Auflösung. 20 Megapixel in einem Handy ist schon sehr grenzwertig. Aber die Bilder sind noch ausreichend gut. Erstaunlicherweise, weil das ein guter Sony-Sensor ist. Hervorragend. Also dieses Handy kann ich eigentlich nur empfehlen für Mapillary. Das nächste Thema, die Hardware, die eingebaut ist. Wie gesagt vorhin, entweder zu langsam oder wird einfach zu warm, weil der 810 Snapdragon-CPU hier drin einfach nur zu heiß wird und dann throttelt er runter, wird so langsam, dass du nur alle 3-4 Sekunden Bild machen kannst. Kaputter Storage, ja gut, wenn das Handy kaputt ist oder nicht richtig wegschreiben kann, ist blöd. Die Speicherkarte kann auch kaputt gehen, dann hat man gerade 10.000 Bilder drauf und die Speicherkarte geht kaputt. Unschön. Natürlich, wenn man jede paar Sekunden ein Foto macht, ist natürlich auch der Akku ein Problem. Wenn man einen kleinen Akku hat und der Akku sehr schnell leer ist oder die CPU wird warm und verbraucht zu viel Strom, ist der Akku sehr, sehr schnell leer. Darum empfehle ich immer einen Ersatzakku oder halt eben diese schönen Ladecontainer, die es gibt, mit USB dran, funktioniert. Hat jetzt natürlich mehr Gewicht. Am Fahrrad kann man den Dynamo mit USB-Ladegerät nehmen, funktioniert auch gut. Das andere Thema, zu kleiner Storage, ist klar, die meisten Geräte, wenn sie mit 16 GB verkauft werden, reichen nicht wirklich aus, um mal 4 Stunden Fotos zu machen. Meine Erfahrung dazu, wie gesagt, das HTC One M9, was ich hier habe, ist zu langsam, weil ich Encryption angestellt habe auch, wird zu schnell heiß, Akku ist zu schnell leer. Ich kann damit ungefähr 2 Stunden rumlaufen, habe so 3.500 Bilder gemacht, das sind so 18 bis 20 GB und dann ist der Akku einfach leer und es geht nichts mehr. Was für viele Leute natürlich schon okay ist, weil meistens 2 Stunden ist eine Zeit, die, wenn man mal in der Stadt spazieren geht, ist das noch okay. Wenn man den ganzen Tag Fahrrad fährt und nach 2 Stunden ist das Gerät einfach hin, Akku leer oder so, ist es schon eher unschön. Das Honor 7, was hier ist, 20 Megapixel Kamera, ist sehr schnell, ist ausdauernd, aber der Speicher ist relativ schnell voll. Und zwar macht dieses Handy alle Sekunden ein Bild. Er schafft es wirklich, alle Sekunden 20 Megapixel Bild wegzuschreiben auf den Speicher. Das heißt, dass ich so ungefähr 7.000, 8.000 Bilder machen kann und da sind 64 GB voll. Das dauert, ja, 7.000, 8.000 Bilder je Sekunde ein Bild, um die 2 Stunden. Dann ist der Akku aber noch nicht leer. Schade. Dafür gibt es neuerdings aber auch die SD-Karte. Das Problem mit der SD-Karte ist, die ist langsamer als eingebaute Speicher. Das heißt, der macht dann nicht mal jede Sekunde ein Bild, sondern der macht nur so ungefähr 5 Bilder in 6 Sekunden. Da hat man zwischendurch also eine kleine Lücke. Wenn man jetzt draußen hier in den Feldern rumfährt, ist es nicht tragisch. Wenn man jetzt aber in der Stadt ist und zum Beispiel die Innenstadt aufnehmen will mit den ganzen Geschäften und allen möglichen Kram, dann sollte man möglichst viele Bilder haben, weil man sonst relativ viele Details verpassen kann. Da ist das dann wieder so eine Sache zwischen, ich möchte jetzt schnell durch die Stadt kommen, um möglichst viel zu erwischen, oder ich gehe jetzt lieber ein bisschen langsamer und versuche dann möglichst viel zu erwischen. Das ist immer so ein bisschen trickreich, aber bei alle 1-2 Sekunden Bild sollte es noch ausreichen, wenn man normal spazieren geht. Das andere Thema dabei ist, wenn man jetzt natürlich so einen Tag draußen war, so eine Speicherkarte mit 64 GB voll hat, die Bilder müssen irgendwie ins Internet. Was natürlich im Hotel, wo ich jetzt bin, mit 2 GB für eine Woche etwas knapp ist, weil so eine Stunde Fotos sind halt zwischen 5 und 10 GB Daten und die muss man erstmal hinschieben. Und das dauert. Selbst daheim, ich habe einen 10 Mbit Upload, das dauert immer noch, wenn ich da mal 3 Stunden lang gefahren bin. Ein paar Stunden brauche ich für einen Upload. Also Theorie und Praxis sind da immer noch ein bisschen auseinander, aber man könnte sich darüber freuen, wenn das Internet daheim ein bisschen schneller wird. Wie gesagt, Honor 7 ist ein nettes Gerät. Dies hier habe ich aus China importiert, weil nur das gibt es mit 2 SIM-Karten und 64 GB internen Speicher. Kostet allerdings mit Import um die 400 Euro. Möchte nicht jeder für so ein Hobby ausgeben. Aber so ein Moto G-Handy, wo das GPS nicht ganz perfekt war, taugt aber auch noch sehr gut und ist für 100, 150 Euro auch wirklich sehr, sehr brauchbar. Zu Fuß, wenn man zu Fuß durch ist, normal geht, reicht alle 2-3 Sekunden im Foto. Aber wie gesagt, in Siedlung oder Innenstadt, wo man was erkennen will, sollte man jede Sekunde ein Bild machen. Sonst sind einfach zu wenig Daten in Mapillary, um wirklich alle Funktionen, die Mapillary anbietet, wirklich gut zu nutzen. Auf der Straße, wie gesagt, Auto oder so, kann man je nach Geschwindigkeit und Umgebung, wie interessant man das findet, alle 1-3 Sekunden Bild machen. Auf der Autobahn reicht alle 2-3 Sekunden. Auf der Landstraße, wenn man Tempo 100 ist, kann es mal sein, dass alle Sekunden Bild machen auch noch okay ist. Bei Tempo 100 ist alle Sekunden, alle 4 Meter, 5... Ich habe es jetzt nicht überdacht, aber halt es sind immer noch ein paar Meter Gap dazwischen, das ist gut. Am Fahrrad
alle 1 bis 2 Sekunden wäre auch ganz gut, weil am Fahrrad ist man doch etwas schneller als zu Fuß. Gerade die neuen E-Fahrräder haben natürlich immer Akku dabei und Strom dabei und die sind auch relativ flott unterwegs. Da sollte man dann eher die Zeit ein bisschen zurücknehmen. Und wie schon gesagt, je mehr Bilder man hat, desto besser wird die 3D-Punktwolke und die Abdeckung Mapillary selber hinterher. Meine Erfahrung dabei ist auch, möglichst überall Fotos machen. Hört sich simpel an, aber ist so. Und man sollte die Straße, wie vorhin schon gesagt, möglichst in jede Richtung, vor, links, rechts, hin und her und jede Sichtweise gut Fotos zu machen und teilweise auch in mehreren verschiedenen Zeiträumen. Also ich habe jetzt die Ecke, wo ich wohne, um die 20, 30 Mal abgedeckt. Allein dadurch, dass ich irgendwann mal auf dem Weg zur Arbeit so, oh, ist es Winter, jetzt liegt Schnee, jetzt mache ich mal Fotos. Oh, ist es Sommer, ist es sonnig, jetzt mache ich auch mal Fotos. Und schon kommt da ziemlich viel zusammen. Was aber auch ganz nett ist, was ich festgestellt habe, dass ich halt eben so 1, 2 Baustellen im Laufe der Zeit doch in Mapillary drin habe und sehen kann, oh, wie sah es vorher aus, wie sieht es jetzt aus. Zum Beispiel, wenn man dann in eine andere Stadt kommt, jetzt in Chemnitz, man lädt das Handy auf, macht GPS an, ich habe jetzt eine Stunde Zeit und ich will die Innenstadt sehen. Okay, ich nehme das Handy, halte es vor mir oder lege es auf. Also, es gibt auch Handyhalterung für den Kopf, sieht aber auch bescheiden aus. Gibt's aber. Auf jeden Fall habe ich gesagt, ich gehe in eine Stadt, okay, nehme ich das Handy mit, mache einfach mal ein paar Fotos. Habe ich gestern gemacht, ich muss noch hochladen. Das ist einfach kein Thema. Na klar, wenn der Arm ein bisschen lahm wird, ist es ein Problem, aber ansonsten, wenn man nur 10 Minuten Räuschlauf, ein paar Fotos macht, reicht das schon. Zum Beispiel Zoobesuch. Ich war jetzt Winterzoo Hannover mit Freunden. Hervorragende Sache, man kann durch den Zoo laufen, es stört nicht weiter, wenn man da rumläuft. Winterzoo sind recht wenig Leute, das geht. Aber das größere Problem ist, wenn man mit anderen Freunden im Zoo in der Stadt ist, man sollte immer vorne laufen, sonst hat man die Freunde immer von hinten mit drauf. Nicht so schön. Aber wenn sie es akzeptieren, ist gut. Zum Glück habe ich genug Freunde, die wissen, dass ich Nerd bin, das passt. Die andere Erfahrung, die ich gemacht habe, seitdem ich Mapillary mache, bin ich erstaunlicherweise sehr viel draußen und mache sehr viel mehr Sport als früher. Finde ich toll. Für mich ist es einfach nur Mehrwert, dass ich mich einfach draußen mehr bewege und natürlich nebenbei auch ein bisschen die Stadt kennenlerne und auch ein paar mehr Fotos und Service für andere mache. Also für mich ist nicht unbedingt die Fotos selber der Mehrwert, sondern halt eben auch das Rausgehen und ein bisschen Sport treiben dabei. Ja, die Probleme generell, wie gesagt, es sind viele Bilder nötig, auch zu unterschiedlichen Zeiten, ist eher ein Thema, ja, ist halt eben so drin. GPS zu ungenau, habe ich oft genug gesagt. Wie gesagt, Häuserschluchten und so ist echt blöd. Wie auch schon angesagt, dieser Offset von 20 Metern teilweise plus minus in der Stadt, ist das Bild plötzlich einer komplett falschen Straße zugeordnet. Bekannt, muss man sortieren und das ist dann eher etwas umständlich. Die Online-Editoren zur Position taugt nichts, schon gesagt, zurzeit ist er auch, also der Online-Editor ist aktiv, aber die Änderungen werden nicht übernommen, weil die im Hintergrund auch arbeiten am neuen System. Da habe ich schon so oft hingeschrieben, ich hoffe, dass es bald so weit kommt. Das ist das Problem bei denen und es ist sehr viel Aufwand zurzeit. Wenn man jetzt sieht, eine Stunde 3000 Bilder, wenn man 3000 Bilder hinter der Position verschieben will, wird man total narrisch. Das ist echt unschön. Da müssen Sie sich etwas überlegen und ich glaube, deswegen dauert es auch so lange, bis das wieder freigeschaltet ist. Die rechtlichen Fragen zu den Aufnahmen, Panoramafreiheit so in der Stadt ist kein Thema, aber wenn man zum Beispiel auf Privatstraßen unterwegs ist, darf man offiziell kein Bild machen. Das ist immer ein ganz heikles Thema, wo man den Benutzer erstmal vorher fragen muss. Genauso Häuserfronten ist mit Google Street View in Deutschland auch ein Thema gewesen. Da ist meine Meinung erstmal, ich beschäftige mich damit eher weniger und versuche das erstmal unter dem Rahmen der Panoramafreiheit in der Innenstadt und in den üblichen Bereichen abzuhandeln, sodass ich die Vorgärten und die Privatstraßen rauslasse, aber die normale Sichtweise, wie man es als Fußgänger auf Kopfhöhe hat, in Mapillary reinbringen kann. Denn das ist ja beim Google Street View nicht unbedingt das Thema gewesen. Die haben die Kamera so um 4 Meter Höhe gehabt teilweise. Und da war es dann das Problem, dass sie die Vorgärten alles mitgenommen haben. Aber die normale Sichthöhe war da eher weniger das Problem. Und das andere Problem ist, wenn man so durch die Stadt läuft und viele Gesichter aufnimmt, das Blurren der Gesichter ist teilweise unvollständig, weil der Algorithmus nicht wirklich perfekt arbeitet. Da gibt es auch so ein kleines Tool oder ein kleines Game auf der Webseite, die halt eben die ganzen Bilder nimmt und du kannst auch für andere Bilder denn die das Blurring überarbeiten. Aber es ist viel Arbeit. Trotz Algorithmus ist es immer noch viel Arbeit. So, funny stuff. Wie gesagt, man macht sich zum Affen und man sieht echt toll aus. Passiert. Und wie schon gesagt, wenn man so durch die Stadt läuft, es sieht noch lustiger aus. Aber das muss man überstehen und man kriegt Ergebnisse. Ich habe schon 1, 2 Festivals mit reingebracht. Da sind viele Leute, sehr lustige Sachen. Mera Luna ist ein Gothic-Festival. Teilweise haben sie sehr komische Kleidung an. Also wenn man Spaß haben will, kann man mal reinschauen. Das Blackfield-Festival in Gelsenkirchen ist auch ganz nett. Man kann hochladen, was man sehen will. Eins aus der
nicht unbedingt näheren Umgebung, aber für mich ist Valhalla immer mit Chemnitz verbunden, weil das immer am Weg liegt und das immer so schön am Rand liegt. Letztes Jahr waren wir dort und da habe ich mit Apple Area ein paar Bilder von Valhalla gemacht, in Regensburg. Ansonsten gibt es halt eben noch andere Ecken. Alles, was man sehen will, kann man reinbringen. Ich habe zum Beispiel bei mir nebenan Waldwege in einem kleinen Waldgebiet aufgenommen, weil ich einfach mal das Handy testen wollte. Jetzt sind sie in Mapillary drin. Perfekt, in Google Street View werden die nie aufgenommen. Wie gesagt, die Waldpfade, ja, zum Testen. Das ist ganz gut. Dann habe ich noch ein paar andere komische Tracks. Niagara Falls, wenn man mit dem Boot fährt. Google Street View kommt nie auf die Idee, auf dem Boot dort ein Foto zu machen, ist zu nass. Und ich habe da ein paar Fotos gemacht, das ist ganz nett. Lustig war, ich bin durchs Ennstal gefahren, zufälligerweise, und habe gesehen, die hintere Abdeckung, hintere Verschluss vom Eisenbahnwagen war offen, sodass man hinterher schön rausgucken konnte, die Strecke nach hinten raussehen konnte. Habe ich mich hingestellt, Handy genommen. Gut, die Beine wurden ein bisschen lahm, aber ich habe halt eben eine Stunde lang oder so halt den Fotos hinten aus dem Zug raus die Bahnstrecke genommen. Wenn man sehen will, also das Ennstal ist landschaftlich wunderschön gelegen, aber wenn man 10-mal hintereinander gefahren ist, will man es nicht mehr sehen. Dennoch, in Mapillary ist teilweise drin. Das Rastiland, das ist so bei Hannover Uetze, da war ich mit meinem Neffen. Wenn man dann in so einem Fahrgeschäft ist, so schön selbstfahrenden Traktoren, pop, 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 kann man die Kamera schön raushalten, dann sind die auch im Mapillary drin. Google Street View käme nicht auf die Idee, das zu machen. Zoo Hannover mit Tieren habe ich schon erwähnt, Mare Luna Festival, Metal Hammer Paradise Festival, das war oben an der Ostsee. Und ich habe diverse Bahnsteige von verschiedenen Bahnhöfen auch reingenommen, weil ich einfach beim Umsteigen eine Stunde Zeit habe. Dann nimmt man ins Kamera, läuft man mal hin und her und schon ist das ein Service für die Reisenden, die irgendwann mal da hinkommen sollten. So, mein Aufruf, erfasst mehr Daten, macht mehr Bilder, map the city, Kamera nehmen, anmelden, rausgehen, Fotos machen. Und die Daten, die Bilder sind da, macht was damit, arbeitet damit. Die Daten sind da, die Mapillary bietet die Daten kostenlos an und da in einer offenen, freien Lizenz, ihr könnt damit arbeiten. Die Structure for Motion für die 3D-Punktwolken ist da, man kann damit arbeiten, macht es. Auch wenn es eine Firma ist, aber die Daten sind da, arbeitet damit. Gebt die Daten, Fotos rein und macht damit was, wie bei OpenStreetMap, Daten da und alles. Ansonsten kann ich nur sagen, danke, dass ihr zugehört habt, danke fürs Ertragen von PowerPoint, auch wenn man es nicht sieht. Fragen beantworte ich gerne, außer zu PowerPoint, ist nicht mein Thema. Und ja, die Werbung in meiner Sache sage ich mal nicht, das könnt ihr selber lesen. Das wär's dann. Achso, ich hatte noch eins vergessen. Diese Panono-Kamera ist halt eben eine Kamera mit 36 Kameras drin, die macht so 8000 x 4000 Panorama hinterher. Ist jetzt relativ neu und gut. Das Schöne ist, sie ist sehr handlich, man braucht nur hochhalten und Foto machen, aber man ist immer mit drauf. Wer jetzt nicht auf dem Panorama sein möchte, bitte den Kopf nach unten. Und schön lächeln. Es hat gepiept, es hat ein Foto gemacht. Danke. Also die Bedienung davon ist auch schrecklich, aber also hinterher. Aber ansonsten ist das ganz brauchbar. So, Fragen? Für 100 Panoramen reicht es auf jeden Fall. Der Akku ist eher leer. Die Sichtweise der Fotos. In der App wird das versucht, automatisch mit den Gyrosensoren zu bekommen. Wenn man manuelle Fotos hat, muss man die leider Gottes manuell zuweisen. Aber auch beim Gyrosensor weiß ich ja, muss ich ja zumindest das erste Foto wissen, die Richtung. Das ist so etwas, was tricky ist und was nicht immer funktioniert. Aber nach ein paar Fotos ist die Sichtweise weit drin und dann hat man die dann auch. Also theoretisch, praktisch ist es immer etwas unschön. Sie versuchen natürlich, anhand der GPS-Daten die Bilder auf die Karte zu legen und die Sichtweise und die 3D Punktwolken werden aber auch teilweise dazu genommen, um die Sichtweise wieder rauszubekommen. Also anhand der Daten auf den Bildern selber rechnen sie intern auch schon wirklich die Relation der Bilder zueinander und die Sichtweise der Bilder. Es ist nur noch nicht wirklich so hundertprozentig auf die Webseite und in Datenbank übernommen. Also intern arbeiten sie damit schon, aber extern noch nicht so wirklich. Können wir live Beispiele sehen, wenn man sich da anmeldet? Wenn man dann jetzt das erträgt. Da sieht man jetzt die Webseite. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier, wenn man will, nach, schreibe ich jetzt richtig? Nein. Chemnitz, Saxony, Germany, kennen wir. 21, 22, 23, warten bis das Internet soweit ist. Also wo die Daten liegen, ist auch die Frage. Die Daten selber liegen in der Cloud. Soweit ich weiß, hat Mapillary sich bei Amazon eingekauft. Und wer es bezahlt, ist Mapillary. Das ist eine Firma, die haben jetzt wieder eine Funding-Runde von über 8 Millionen Dollar durch und die bezahlen die ganzen Daten, also die ganzen Server und alles Service-Hintergrund. Deswegen sind ja die Mehrwertdienste, die man so hat mit 3D-Punktwolken, Verkehrsschilder und, kostenpflichtig. Nur die Bilder selber sind frei.
Das ist halt eben deren Geschäftsmodell. Ich selber erkenne auch nicht hundertprozentig, dass das sich trägt, aber deswegen sage ich, nutzt die Daten und zwar schnell. So, also den Browser bitte ausblenden. Ich weiß, wir sind ja auch komplett falsche Veranstaltung. Aber das ist hier so die Seite, wenn man Chemnitz eingibt, ist Chemnitz, wie gesagt, hier die grünen Punkte. Und hier unten hat man so ein paar Bilder, Beispiele, wie jemand schon mal Fotos gemacht hat. Und man erkennt eindeutig, das war eine Kamera aus dem Auto heraus. Das ist halt eben so das Problem. Und man erkennt auch die Darstellung, dass es etwas dunkel ist. Ich weiß nicht, wann das war, 8.11 Uhr, also ziemlich früh, im Februar. Und jetzt kann man hier mit den Bildern, mit den Pfeilen immer ein Bild weiter. Und jetzt hat man erkannt, er hat automatisch nicht im Track weitergegangen, sondern halt eben die Position. Denn jetzt ist man im März, das war ich, aus dem Auto raus. Und jetzt, wenn man weitermacht, ist es wieder plötzlich Februar, das war wieder wer anders. Und jetzt sieht man, oh, hier kann man zwar einen U-Turn machen, dann dreht man sich um und guckt in die andere Richtung. Da erkennt man, dass zum Beispiel die Kamera schlecht war. Man kann es jetzt manuell aussortieren, man kann es auch drin lassen. Was man hier auch sieht, ist der Pfeil nach links, dann gäbe es theoretisch die Sichtweise nach links, aber da erkennt man jetzt die Sichtweise, dass die Sichtweise schrecklich sortiert war, weil wir haben uns theoretisch, wir waren gerade, haben die Sichtweise nach links gemacht und wir haben es umgedreht in real. Das, wie gesagt, das klappt nicht so ganz perfekt. Aber hier sieht man doch, dass denn hier die Bilder ganz brauchbar sind. Ich bin sogar eingeloggt. Und hier oben sieht man theoretisch auch die Sichtfeld, was wir vorhin angegeben haben, aber weiß ich nicht. Jetzt könnte man hier theoretisch Edit, den Blur-Editor aufrufen und dann sieht man, oh, da ist irgendwas geeditet, das will ich nicht, raus damit. Aber man könnte zum Beispiel jetzt hier das Nummernschild, Nummerntafel blurren und schon ist die Nummerntafel geblurrt. Dann sagt man hier Request Blurring. Das hat man jetzt als Request abgeschickt und intern wird der Request noch bearbeitet, ob das funktioniert oder nicht, ob das legal ist oder ob das okay ist oder nicht. So, dann kann man jetzt wieder aus dem Editor raus. Ja, da ist es so. Theoretisch so. Man könnte jetzt natürlich auch den Play-Knopf drücken und dann geht er automatisch immer ein Bild weiter. Solange das Internet mitmacht. Ja, man kann jetzt hier auch die Map wieder einblenden. Da ist es jetzt wieder so ein typischer Fall von, ich kann mit HTML nicht so gut um, weil die Karte nämlich nur teilweise geladen wird. Wenn man das ein bisschen kleiner macht, dann wird die Karte wieder ganz geladen. Das sind so die kleinen Fehler, die im Alltag müssen nerven an diesem ganzen Kram. Es sind so kleine Bugs, die nerven, aber trotzdem kommt man noch zurecht. Also das Grüne ist alles, was abgedeckt ist. Wie man erkennt, hauptsächlich die Autobahn. Ansonsten ist halt im Chemnitz noch sehr, sehr viel frei. Also wenn ihr mal eine Stunde Zeit habt und euch anmeldet, dürft ihr gerne machen. Lars? Ja? Noch eine Frage. Du hast gesagt, Upload dauert bei dir, bei dem ganzen Kram, schon ein paar Stunden. Und ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder eine dicke Leitung hat und vielleicht sogar Tage darauf warten will. Das ist eine Firma. Kann man denen auch eine SD-Karte hinschicken und die laden das bei sich selber rauf? Praktisch habe ich das nicht ausprobiert. Theoretisch ja. Ja, das geht. Das geht, okay. Noch Fragen hier, sodass wir das weitergeben können? Ob man das außerhalb der Gebäude macht oder intern innerhalb der Gebäude. Ich habe schon diverse Fotos von Gebäuden hochgeladen. Das Problem dabei ist, wie auch bei OSM, theoretisch geht es innerhalb der Gebäude kein Problem, du musst nur die Position angeben, aber wenn du mehrere Etagen hast, wird es sehr amüsant. Ja, eine Höhe ist in GPS-Daten drin, aber A, ist sie sehr ungenau, plus minus 100 Meter, B, ja, und das andere Problem ist, es wird im Moment nicht ausgewertet, weil diese Tools und den ganzen Kram ist halt erstmal für die Erdoberfläche ausgelegt. Es war nicht dafür gedacht, Gebäude von oben bis unten zu mappen. Bei OpenStreetMap ist es eigentlich genau dasselbe Problem gewesen. Deswegen ist das Ganze theoretisch machbar, praktisch müssen die sich in der Firma mal Gedanken drüber machen. Aber es geht. Wie gesagt, ich habe jetzt hier auch zum Beispiel in ein, zwei Gebäuden und Shopping-Tempel damit ein paar Fotos gemacht, die kann ich hochladen, dann sieht man halt eben in Mapillary auch, wie es da drin ausschaut. Kein Thema. Wie lange hat es gedauert, bis die Security kam und ich rausgehört? Nein, also Security hat mich bisher noch nie rausgekantet. Weil man macht dich zum Affen und die gucken erstmal und dann ist, was soll das denn? Außerdem in Österreich ist das nicht ganz so. Die sind die Fotos und Mobile-Geräte wirklich gewöhnt. Offiziell darfst du es nicht machen, weil es Privatgelände ist. Also du musst offiziell fragen vorher. Aber es geht natürlich in die Richtung, dass du ohne Probleme Fotos von großen Menschenmassen machen darfst. Und das ist mit den Menschenmassen im Einkaufszentrum wieder so ein Graubereich. Wie gesagt, mehr darf ich da jetzt nicht zu sagen. Gut, ich glaube, es wird Zeit. Der nächste kommt dann gleich. Vielen Dank.